Hallo liebe Fußballfreaks, aber insbesondere hallo liebe FCK-Fans. Endlich ist es soweit, der zweite Teil der Top 10 Fangesänge des ersten FC Kaiserslautern sind online. Ein Video, das ich vor Ewigkeiten angekündigt habe, aber naja, jetzt ist es halt da. Und ich möchte gar nicht so viel im Vorhinein quatschen. Ganz kurz nur gesagt, die Fangesänge, welche im ersten Teil drangekommen sind, sind dieses Mal selbstverständlich nicht vertreten. Und ich habe mir gedacht, ich nehme nicht immer das extrem stimmungsvollste Video, sondern eher einen Clip, wo man, ich sag mal, wirklich gut versteht, was auch gesungen wird. Und wir können an dieser Stelle auch ein kleines Spielchen machen, denn ich habe mir gedacht, es ist doch ganz interessant, das auch mal aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen. Und hier könnt ihr dann mal versuchen rauszufinden, wo die ganzen Aufnahmen entstanden sind. Ich bin wirklich sehr neugierig, ob es tatsächlich jemand schafft, alles rauszufinden. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich würde sagen, legen wir los mit Platz 12. Aber Matze, du hast doch gesagt, es sind Top 10. Ja, es sind aber verdammt nochmal meine Top 10. Und dementsprechend habe ich hier einfach wieder hochgeschaut. Los geht's! Wir beginnen wie jede Begegnung im Fritz-Walter-Stadion mit einem ganz besonderen Lied. Und damit meine ich nicht unsere Hymne, sondern ein Lied, welches weit über den FCK hinaus bekannt ist. Ein Lied, das uns dazu bringt, die Stimmen etwas vorzuwärmen und einfach inbrünstig mitzusingen. Ich spreche hier vom Pulslied von der anonyme Gitarriste. Einfach ein grandioses Lied, aber wenn wir das a cappella singen, finde ich das auch ziemlich nice. Alle kennen dieses Lied, alle singen es mit und wie erwähnt, es trägt der Wind weit über die Stadiongrenzen hinaus, auf Weinfeste und sonst irgendwohin, denn egal wo man in der Pfalz hinkommt, dort wird dieses Lied gesungen und es eint uns alle und ich finde das einfach richtig, richtig geil. Egal ob München, Rostock, Berlin, Hamburg, Bremen, Saarbrücken, Dortmund, Bochum, vollkommen egal, wo wir in der Nation unterwegs sind, überall erschallt dieser Fangesang. Ich weiß, ganz viele andere Vereine singen dieses Lied auch. Aber wir starten ja ganz gemütlich in die Top 10 hinein. Was man von diesem Lied übrigens nicht behaupten kann, denn das macht doch einfach heiß auf die anstehenden 90 Minuten, zeigt, dass wir da sind und macht einfach heiß auf die Begegnung. Finde ich einfach geil. Als letztes auf der Top 10 Liste und es fiel mir wirklich unglaublich schwer, eine Reihenfolge zu finden, denn irgendwie hat jedes einzelne FCK-Lied eine ganz besondere Bedeutung für mich, aber irgendwo muss ich ja anfangen und ich habe mir gedacht, dass dieses als Einstieg ganz gut ist, denn es ist ein Lied, das wir singen, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Und genau deswegen gefällt es mir so, weil man es mit ganz, ganz viel Freude und Enthusiasmus singen kann oder mit einem etwas traurigen und eher belasteten Ton. Also hört es euch einfach mal an. Schalparade und dieses Bild der Westkurve lässt mir einfach immer wieder das Herz aufgehen. Und ich glaube, jetzt wo ihr es gehört habt, könnt ihr nachvollziehen, was ich damit meine, dass man es inbrünstig singen kann und mit Leidenschaft und mit Power hinten dran oder eher resigniert. Und trotzdem ist es ein stetiger Wegbegleiter und deswegen für mich auch wirklich etwas Wichtiges. Man nehme einen rhythmischen Beat, Leute, die gern brüllen, dazu etwas Tanz und schon hat man das perfekte Rezept für diesen geilen Fangesang.
Ihr merkt, das geht richtig gut in den Arsch. Da hat man einfach richtig Bock drauf mitzufeiern, wenn man mich fragt. Und warum ist er dann so weit hinten angesiedelt? Ganz einfach, weil wir noch viel, viel geilere haben. Ändert aber nichts dran, dass dieser Song sich immer sehr, sehr schnell in der Kurve verbreitet und dementsprechend oftmals ein richtig geiles Feuer entfacht. Ich mag den wirklich sehr. Nachdem der eben gezeigte Song doch etwas lustiger war, wird der nächste, ich nenn's mal, ernster. Und wisst ihr was, wir machen das so, ihr hört euch den Gesang an und ich erkläre euch dann meine Gedanken dazu. Seht ihr jetzt, was ich meine? Lautra geben niemals auf. Ein deutliches Zeichen dafür, dass wir als Fans trotzdem fest hinter unseren Mannen auf dem Grün stehen, auch wenn wir mal hinten liegen. Und sie geben niemals auf, weil sie kämpfen. Auch in einer Situation, wo es die ganze Saison so richtig scheiße läuft oder gerade einfach alles den Bach runtergeht, sollen sie kämpfen. Denn, und das habe ich schon so oft betont, verlieren ist scheiße. Aber nur eine kampflose Niederlage ist eine schändliche Niederlage. Und darum, Lautra geben einfach niemals auf. Nachdem das Ganze jetzt vielleicht doch etwas emotionaler geworden ist, folgt nun ein Fangesang, der, ich nenn's mal, seltener gesungen wird, was mir persönlich sehr, sehr leid tut, denn er gefällt mir wirklich sehr gut, denn er ist eigentlich mehr ulkig als alles andere. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Rang 6 nimmt ein Fangesang ein, der eigentlich nicht mehr in dieser Top 10 sein sollte, weil wir einfach in verschiedenen Ligen spielen. Aber hey, es ist meine Top 10, ich kann hier machen, was ich will. Und ich glaube, ihr habt Verständnis dafür, dass er mit drin gelandet ist. Wir sind die Jungs aus London! Die Fans von FCK! Wir scheißen auf Saarbrücken! Und pissen in die Saar! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Immer wieder schön, dieses Video zu sehen von der Aufstiegsfeier. Da geht mir einfach immer noch das Herz auf. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist er dann, wenn er schon drin ist, dieser Fangesang, so hoch gerankt? Ganz einfach, weil der Text wirklich enorm aussagekräftig ist, dabei aber nicht aggressiv gesungen wird. Man macht einen Punkt klar, ohne, ich sag mal, total übermäßig aggro zu wirken. Deswegen einfach geil. Also einer meiner Favorites, den ich immer wieder gerne einfach vor mich hinsinge. All diejenigen, die mich schon länger verfolgen, ihr wisst es, für alle Neuen, ich bin Fan der Wahrheit. Und dementsprechend muss auch dieser Fangesang rein, denn, also, noch klarer kann man es einfach nicht formulieren. Schluss, fertig, aus. Anders kann man es einfach nicht sagen. Was wahr ist, kann nicht falsch sein und dementsprechend muss diese Aussage korrekt sein. Denn Lautern ist nun mal einfach der geilste Club der Welt. Das Singen, das Klatschen, das Springen und die Freude, immer wieder grandios.
Wer den ersten Teil gesehen hat oder auch die Top 10 Fangesänge aus Deutschland, der weiß, dass ich eigentlich Fan von längeren Liedern mit eventuell sogar Strophen und so weiter bin. Darum wird sich der eine oder andere dann vielleicht doch wundern, weswegen der nun folgende Song so hoch gerankt ist. Aber auch hier, gebt ihm eine Chance, hört ihn euch an, die Erklärung kommt danach. Genau beobachtet, wie die Westkurve so zusammengestanden hat, wogend hin und her ging, sich die Wellen immer weiter aufgetürmt haben, um dann über unserer Mannschaft in einer Welle der Euphorie zusammenzubrechen. Wer da nicht sagt, dass das nicht ballert, da weiß ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Da bin ich dann komplett raus. Sorry, dann habe ich eben kein Verständnis für Fangesänge. Aber einfach Leidenschaft pur und Gänsehaut. Der erste Treppchenplatz geht an einen Song, der ähnlich wie der eben gehörte auch relativ kurz ist und für manche auch, ich sag mal, platt wirkt. Aber er hat seine Berechtigung, auf diesem Rang zu stehen. Erst anhören, dann die Erklärung und dann zustimmen. Ein Klatschen, dann ein Ausruf oder wohl eher ein Ausschrei, ein Brüllen, ein Auf geht's Betze, vorwärts Rot-Weiß. Leidenschaft, die sich vom Rang auf den Rasen übertragen soll, um unsere Männer nochmal den Schritt schneller rennen zu lassen. Und es hat oft genug in der Vergangenheit funktioniert. Dieser Song ballert einfach nur in seiner Plattheit, denn jeder hat sofort verstanden, worum es geht. Da gibt es keine Kompromisse, reine Anfeuerung an unsere Elf. Richtig nice. Nun folgend Platz 2. Es ist eigentlich kein Fangesang, es ist auch eigentlich keine Melodie, es ist nichts Rhythmisches, aber es ist etwas, das definitiv eigentlich auf Platz 0 gehören würde, weil es nichts, absolut nichts Schöneres im Stadion gibt als dieses Geräusch.
Ich denke, wir können uns jede Erläuterung an dieser Stelle sparen. Und ich denke auch, dass wir darüber übereinstimmen, dass es einfach nichts Schöneres im Fußballstadion gibt, als seine Emotionen so herauszubrüllen. Einfach jedes Mal unglaublich toll. Und nun auf Platz 1 dieses Rankings ein Gesang, der mir mittlerweile... Wisst ihr, ich habe so lange darüber nachgedacht, was ich zu diesem Lied sagen möchte, aber es fällt mir irgendwie nichts ein, ohne dass ich das Lied spoilern würde, außer dass es mir mittlerweile so fest ans Herz gewachsen ist, dass es eigentlich nicht mehr ohne geht. Schreien. Ein eindeutiges Zeichen, dass wir für euch da sind. Alles für den Verein. Denn nichts, überhaupt nichts, ist größer als der Verein. Wir lassen dich nie im Stich. Und da kann kommen, was will. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und insbesondere in den letzten Jahren gezeigt, dass wir da sind für unsere Farben. Und Lautern, wir lieben dich. Mehr braucht man da nicht sagen. Liebe zu seinem Verein, das ist das Höchste. Und dementsprechend musste es einfach auf den ersten Rang. So, liebe FCK-Freaks, das war's dann also vom zweiten Teil der Top 10 Fangesänge des FCK. Und während ich meine ganzen Aufnahmen durchforstet habe, sind mir so viele über die Füße gefallen, dass ich mir dachte, hey, du könntest eigentlich direkt einen dritten machen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich der ganzen Situation jetzt auch mal wieder etwas Zeit geben, denn es gibt ja immer wieder neue Lieder. Aber das bedeutet auch, dass diese Reihe immer weitergeführt wird. Jetzt bin ich aber mal wirklich sehr gespannt. Wie gefallen euch denn meine Top 10? Gab es da ein Lied, wo ihr sagt, Matze, du bist total verrückt, wie kannst du das da nur reinnehmen? Oder gibt es ein Lied, wo ihr sagt, das ist einfach nur komplett fehl am Platz in dieser Top 10, ich meine rangmäßig, das müsste viel weiter hinten oder viel weiter vorne stehen. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was ihr dazu sagt. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund und ich würde sagen, wir sehen uns im Blog. Was zu trinken mitbringen soll. Nur Schnittschnaps? Ja. Outtake!